So, weiter geht's. Oh, ich habe nicht nachgeguckt, wo der rosa Bombenpenner ist. Wir gehen jetzt einfach nochmal neu rein. Es ist ein neuer Aufnahmeblock. Es ist der 25.03.2013, 11:51 Uhr. Die Sonne scheint, der Schnee ist glücklich und wir hüpfen dumm suchen nach einer blöden rosa Bombe durch das Level. Ich habe eine vage Vermutung, wo der rosa Bombenpenner sein kann. Es wäre zumindest die einzige Stelle. Irgendwie höre ich ihn gerne nicht, aber ist auch egal. Es wäre zumindest die einzige Stelle, die mir noch fehlen würde, die ich nicht abgeklappert habe. Und das ist da, wo wir. Achso, und ich bin hier noch nicht wieder hochgeklettert. Davon mal abgesehen. Doink. Ich will da jetzt hochkommen. Ich werde nochmal diese Rutschpartie lang rollen. Weil wenn der rosa Bombenpenner nicht hier ist, ich habe keine Ahnung, Leute, wie der heißt, dann muss er eigentlich irgendwo sein, wo man normalerweise nicht hinkommt. Autschen. Schlittern und hops. Sehr schön. Endlich haben wir den Sprung mal hinbekommen. Naja, beinahe auf Anhieb. Frage. War er da? Nee, das ist der rosa, der rote Hüpfi. Gott sei Dank, der kam. Ah, nein, ich sehe. Der kam diesmal gar nicht. Ist auch kein Wunder, aber wir haben ja einen anderen Weg hochgenommen. Nein. 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 Kein rosa Bombentyp. Ganz oben waren wir ja schon. Und ich glaube, ich bin an dem Eingang vorbeigelaufen. Kann das sein? Da ist nur ein blauer Stern, den haben wir schon. Der Stern, der ist total blau, versteht ihr? Wow! Den Berg runtergerannt bin ich ehrlich gesagt auch noch nie. So, und wupsch. Ich hoffe, er ist hier oben. Das muss ich diesen ganzen Kack nochmal überleben. Das ist so eine lustige Art, mich dazu zu zwingen, diese scheiß Rutsche nochmal zu machen. Ja! Ja, jetzt können wir. Was? Wuhu! Das wollte ich machen. Ich wollte, dass er nicht vorne rutscht. Also wenn wir mich grundsätzlich schneller und schaffen, diesen komischen Rampensprung am Ende auch. Oh mein Gott, wo ist das zweite Leben? Wir müssen hier sowieso noch einmal langrollen, wenn ich 100 Münzen sammeln will. Nicht zu weit, nicht zu weit. Ich habe auch keinen Schaden bekommen. Es kommt noch einmal dieser, wir müssen genug Speed drauf bekommen, Sprung, der Drehtunnel. Ja, so viel. Ich hatte noch gar nicht so viel. Moment mal, was frisst man eigentlich die ganze Zeit? Pilze. Ich muss sagen, Lasagne, das war Garfield. Wuhu! Und am rein. Und wetten, da ist er. Ich ahne es so. Er ist es nicht! Wo ist dieser Typ? Ja, ich habe immerhin 4 Leben bekommen insgesamt. Und 51 Münzen. Wo ist dieser Kerl? Was steht er nicht normalerweise hier rum? So, also, wir waren ganz oben. Wir waren auf der Rutschpartie. Wir haben die Steilwand hochge sind die Steilwand hochgeklettert. In der Theorie gibt es noch etwas, was ich ausprobieren könnte. Vielleicht ist er doch irgendwo unten und ich habe ihn einfach übersehen. Weil da sehe ich ihn nicht, da ist er nicht drauf. Und ein Grafikbug bei der ROM, dass ich quasi den rosa Bombenpenner nicht sehe, das halte ich für ausgeschlossen. Es wäre echt fast schon zu schade, jetzt nicht die 100 Münzen zu sammeln. Aber da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Da ist es nur ein blauer Stern. Das ist der 8 rote Münzenstern. Guck die ganze Zeit hier über die Klippe, ob da irgendwo noch ein Vorsprung ist. Nee, hier war das Rutschpartie, der Rutschpartie-Stern. Ist da unten eine Plattform vielleicht? Aha! Oh, der ist ja. Hast keinen Bock zur Arbeit, oder was? Aha, wir haben einen rosa Bombenpenner gefunden. Gadot ist im Abschluss bereit. Völlig egal, ich sterbe! Waaah! Platsch! Ja, das war eigentlich relativ cool, selbst für Mario. Perfekt. Wenn der Rest des Sterns jetzt auch noch so perfekt läuft, dann bin ich echt happy. Ja, genau du. Ich rede mit dir. Du fettes R. Wäre mir da beinahe eine Eisenkugel auf den Kopf gefallen? Nein, das habe ich mir nur eingebildet.
Zack. Und zack. Und wieder einmal teleportieren. Eieieiei. Jetzt müssen wir nur noch diese komischen Weg einmal lang. Wenn wir runterfallen, wäre es nicht so schlimm. Immerhin gibt es hier Auftrieb. Ihr könnt euch gar nicht reinziehen, wie wahnsinnig gerne ich jetzt einen Safe State setzen möchte. Weil ihr seht es, wenn ich an dem Stern vorbeischieße, na haha, dann darf ich diesen ganzen Weg nämlich nochmal laufen. Ich zieh's einfach ganz genau. Komm schon. Controller ist halt nicht so gut wie ein Original F-16 Controller, aber es geht. Ziehen. Nein. Ich ziehe jetzt die ganze Zeit nach links und rechts und schieße dann einfach über das Ziel hinaus. Zack. Oh, schon einen Millimeter noch. Geil, muss so gehen. Oh Mann. Nein. Und man fand nur noch einen leblosen rot-blauen Brei irgendwo außerhalb des Levels wieder. Oh, was darf ich da nochmal hingehen? Immerhin muss ich den rosa Bombenpenner nicht nochmal anquatschen. Nein. Wieso bin ich jetzt hier? Nein! Oh, jetzt bin ich wieder hier. Ist das schön, weil ich jetzt hier noch ein Leben kriege, aber ich würde eigentlich gerne weg von dieser Rutsche. Muss ich jetzt echt jedes Mal diesen Scheiß hier langrutschen, wenn ich jetzt sterbe? Ja, oh, das macht wahnsinnig. Wie heißt das Wort? Kotze. Wow. Ja, das war mein gutes Deutsch. Mein gutes Deutsch tun Wehschmerzen haben. Wahoo! 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 Ich liebe einfach, es ist so geil, wie gut die Steuerung manchmal ist. Hat er sich eben noch beschwert über seinen Controller? Nein! Ich habe ihn verglichen mit dem original N64 Controller. Aber bis zum GameCube Controller waren die Controller auch alle hammergeil. Ich glaube, mein Lieblingscontroller ist und bleibt der vom Super Nintendo. Na! Ich bin durch den Boden durch. Ja, zieh mir ein Leben ab. Setz mich nicht außerhalb der Rutsche ab. Schon in Ordnung. Bin ich da jetzt gerade wieder reingesprungen? Oh, jetzt müsste ich erst in irgendein anderes Level reingehen. Mich da sterben lassen, damit ich hier weg von dieser Rutsche bin. Und ich mal dann bin ich mir sicher, dass es so ist. Wahrscheinlich muss ich an dieser einen Stelle am Ende doch springen. Dass ich bisher da immer nur mit Glück so rübergekommen bin. Oder ich war zu langsam. Kommt her, ihr lieben Münzen. Ich will euch alle haben. Ich werde euch dann im Boden vergraben und eine Karte zeichnen. Wow. Wow. Doppel-Wow. Heiliger. Wow. Ich habe noch genug Zeit. Den Stern holen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge. Und wenn die Folge eine halbe Stunde dauert, ist mir das auch völlig Wumpe. Wow. Nee, jetzt schaff ich das ohne Sprung. Und ich will diesen... Moment. So, jetzt werde ich nicht mehr dort abgesetzt, weil ich den Stern geholt habe und ich bin nicht gestorben. Ja, ich habe einen blauen Stern bekommen. Cool, wenn ich jetzt 120 mal denselben Stern hole, bin ich dann auch Almighty? Ich finde, das ist das Einzige, was noch fehlt, wenn Mario alle Sterne hat, dass er dann, bam, so eine goldene Mario-Form erreicht und unbesiegbar ist. Super Mario, versteht ihr? Kein Super Saiyajin, kein Super Sonic, kein Super Mario. Best Idea ever. Wäre wenigstens mal was anderes. Und Mario kann sich das ruhig in einem Spiel mal erlauben. Er ist sowieso total langweilig geworden. Wieso glaube ich, dass die Steuerung mal verkackt? Mario, bitte kein Proteststerber hier. So, jetzt kann ich in Ruhe den Schuss versuchen. Wuhu! So, nicht so voreilig. Übermut tut selten richtig. Und katklonk. Jetzt darf ich wieder zielen. Diesmal bitte etwas höher. Ich habe mir leider nicht gemerkt, wie niedrig ich geschossen habe. Ich müsste echt einen Zoom haben. Hoffentlich! Haha, zweiter Versuch. Sehr schön, wir haben das Level abgeschlossen. So, die 100 Münzen scheinen auch nicht besonders schwer zu werden. Wenn ich jetzt die Rutschpartie mitzähle, dann klappert das. Dann klappert das. Weil alleine das waren 60 Münzen plus die 80 sind...
Was hat die 60? 78? Das sollte eigentlich mega gut klappen. So, was machen wir als nächstes? Ah, ein Toadwort. Ich frage mich, wie viele Leute wissen, dass der Typ eigentlich Toadwort heißt, anstatt Toad. Toad ist ein Spitzname. Komm schon. Bla bla bla, bla 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 bla, Geheimnisse, bla bla, ich bin klein und hilflos. Danke! Ich werde am Ende fehlt mir irgendwo ein Toadstern, weil ich den richtigen nicht angesprochen habe. Ich sehe das so kommen, dann renne ich durchs ganze verkackte Schloss. Na gut, wenn ich sehe, dass ich sonst alle geheim habe, dann geht das ja. Ja, machen wir als nächstes Goodie Bakumba. Die Wüste habe ich schon. Groß oder klein? Groß oder klein? Okay, eher falsch. Oh, hat sogar geklappt. Je nachdem, ob auf der gegenüberliegenden Seite gibt es ein anderes Bild, das entsprechend kleiner wird, wenn man drauf zuläuft. Schnapp dir, Schnapp, Piranha. Und dann ist man entweder minimal oder riesengroß, was ich sehr schön finde, weil es an Super Mario Bros. 3 erinnert. Ja, irgendwie das Gefühl, sich da nicht rüberkommen. Wir werden in diesem Level auch Bekanntschaft mit einem alten Gegner machen, bei der Good Old Big Baba, wobei der hier, glaube ich, anders heißt. Scheiße, ich glaube, ich hätte groß sein müssen. Können mich ertrinken lassen. Das ist nicht Big Mama, das ist Cool Joe. Weg hier. Oh mein Gott, Nemo ist zum Türsteher geworden. Naja, eigentlich müsste es ja sein böser Onkel sein, weil das Spiel ja viel älter ist als Nemo. Ja, wie werde ich denn jetzt groß? Ich glaube, ich lasse mich einfach mal fressen, damit ihr das seht, und dann kann ich hier groß sein. Danke, liebes Spiel, dass du mir sagst, wie ich hier richtig rein muss. La la la. Gott, der verfolgt mich ja bis hier. Der ist fast grusiger als ein Amnesia-Zombie. Nein, tu es nicht. Ich bin doch noch so jung und so reich durch meine Spiele und die Kinderarbeit in Japan. Ey. Ich sagte, ich bin jung und zu reich. Oh. Ich schwimme hier im Kreis und denke mir nichts Böses. Und jetzt werden wir in den Magen eines Fisches verdaut. Nam nam nam. Oh. So, jetzt nochmal ein Groß. Ich hätte mich übrigens für dasselbe Bild entschieden, so ist es nicht. Weil ich gedacht habe, dass man das erste klein machen muss. Gulliver Gumba, pflücke die Schnapp-Piranha. Wir müssen nur vorsichtig sein, weil jetzt der Zaun für euch natürlich nicht mehr großartig gilt. Au. Au, 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 au. Immer springen, dann verringert ihr die Laufweite. Und tack. So, wir müssen irgendwie alle von denen besiegen. Oh, großer Gewandschalter. Ja, wie geil, dass ich auch immer nichts sehe. Wir müssen alle Schnapp-Piranha besiegen. Das gilt auch für die eine, die hier normalerweise ist. Hilfe! Ich denke mal, dass hier ein Teleporter ist. Ja. Haha. Dieses tot. Da drüben war keine und. Wah, na komm her, ihr Schnapp-Piranhas, ich mach euch kaputt. Boah, nein. Flamme. Flamme aus. So, die ist auch kaputt geprüft. Ach so, ich weiß wieder. Da drüben ist keine Schnapp-Piranha, da drüben springt der Stern hin, wenn wir die letzte hier besiegt haben. Dank, dank, dank. Ich habe eine Pflanze erschlagen. Was war das denn für ein Mini-Jump? Komm schon. Ich versinke ein Stück im Boden mit den Füßen. Deswegen springt er so komisch. Deswegen auch so, wow. Kleinste Seilsprung aller Zeiten. Nö, er bleibt hier. Guck mal. Boom. 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 Wie geil, ey. Ach, du gelber Puckelstern. Ach, das habe ich nicht so gern. Guten Morgen an die Zuschauer im Livestream. Speichern und weiter. Ich glaube, ich gehe wieder so rein, weil... Oh.
Was heißt, wenn ich das andere bräuchte, habe ich immer noch eine Röhre zum Umwandeln. Begib dich zur Spitze der Insel. Okay, Doki. Klar, Chef. Klank. Übrigens, wenn euch die Gummas treffen, während ihr groß und sie klein sind, jetzt machen sie euch keinen Schaden. Sie stoßen euch nur zur Seite. Schnitt.